Leute, sag mal, seid ihr eigentlich gute Autofahrer? Du, ich bin recht passabel, muss ich sagen. Ich hab meinen Lappen seit 76, ich bin Top-Fahrer. Wurdet ihr denn schon mal geblitzt? Ich wurde jetzt vorgestern gerade fotografiert. Ja, ab und zu schon, aber dann minimal zu schnell nur, nicht? Ja, minimal zu schnell war es bei mir auch. Mit wie viel zu schnell wurdest du denn geblitzt, sag mal? Ich glaube in der 60er-Zone, mit 80 oder so. 80 km/h in der 60er-Zone, das ist schon ein bisschen, was? Ja, aber 80 zu viel, ne? Was bedeutet das 80 zu viel? Ich bin da mit 140 durchgesegelt. Sag mal, du bist mit 140 durch eine 60er-Zone gefahren, oder was? Kann aber auch eine 30er-Zone gewesen sein. Warte mal, du bist hier unsicher? Ich hatte das nicht ganz entziffern können, ich hatte meine Brille nicht auf. Günther Rahner, bist du nicht ganz dicht? Sag mal, du fährst ohne Brille Auto, oder was? Selbst Ray Charles sieht mehr als du ohne Brille. Was hast du dir denn dabei gedacht, sag mal? Was macht dir denn jetzt hier so ein Fass auf, Leute? Sag mal, das ist total unverantwortlich, dass du mit 140 durch eine 60er- oder eventuell 30er-Zone gehämmert bist. Ja, aber ich übe ja auch noch, ne? Was soll das heißen, du übst noch? Ja gut, ich bin ja noch ein Fahranfänger, da kann man auch noch Auge zudrücken, ne? Also hast du deinen Führerschein noch nicht lange? Nö, ich bin bei, ne? Warte mal, du bist bei? Ja, ja, ich mach den gerade. Günther, sag mal, du kannst doch noch nicht Auto fahren, wenn du noch nicht mal einen Lappen hast. Ja, aber ich üb doch gerade. Ja, du übst gerade und machst den erst. Bist du behämmert oder was? Ja, außerdem hatte ich den schon mal. Du hattest schon mal einen Führerschein? Ja, und dann habe ich den abgegeben und jetzt mache ich den halt neu, ne? Ja, und warum musstest du den abgeben? Ja, weil ich aus Versehen hier einen angefahren habe. Warte mal, du hast jemanden angefahren? Ja, das war jetzt nicht richtig angefahren, das war mehr so ein Schubsen. Mit dem Auto. Ein Schubser mit dem Auto? Ja, der Fahrradfahrer hat sich total fett gemacht auf der Straße. Warte mal, und du schubst ihn dann? Ja, die fahren aber auch immer total rücksichtslos. Ich hasse das. Ja, und dann rammst du den einfach weg? Ja, Mensch, das war doch nur ein ganz bisschen. Ich bin ja nur nicht mit dem Monstertruck rübergeballert. Da ist auch nichts passiert. Da ist nichts passiert, ne? Nee, mein Auto ist heil. Ja, und? Ja, mir geht's auch top, ne? Und was ist mit dem Fahrradfahrer? Ja, ist auch alles top. Ist nichts passiert. Der hat mir aber auch angezeigt, der Blödmann, du. Ja, genau. Dieser Blödmann wird angefahren und zeigt dich auch noch an, dieses miese Schwein, ne? Richtig. Irgendwie ist dein Ton ein bisschen zu sarkastisch hier, ja, ich bin halt absolut verwirrt von der ganzen Nummer. Du, aber sonst bin ich echt ein guter Autofahrer. Ich meine, jeder macht mal einen Fehler, ne? Das stimmt schon. Du kannst doch nicht ohne Führerschein fahren. Mach den erstmal fertig mit deinem Fahrlehrer und dann darfst du fahren. Fahrlehrer? Ja, Fahrlehrer. Ich habe keinen Fahrlehrer, ich übe das für mich. Hat einer Bock auf ein paar Burger? Ich fahr sonst. Was macht ihr denn jetzt hier so ein Fass auf, Leute?